Morgen also ist es dann soweit. Da findet in Linz die größte Laufveranstaltung des Landes und auch des Jahres statt, der Linz-Marathon. Mehrere tausend Sportlerinnen und Sportler werden am Start stehen, mit dem Effekt, dass es vor allem in der Innenstadt zu Behinderungen und Straßensperren kommen wird. Dort, wo heute noch die Autos fahren, werden morgen tausende Läuferbeine unterwegs sein. 250 Polizistinnen und Polizisten werden im Einsatz stehen, um den Sportlern einen sicheren Wettkampf zu ermöglichen und gleichzeitig ein Verkehrschaos zu verhindern. Am meisten betroffen ist eigentlich der innerstädtische Bereich, weil wir dort ca. 7 Uhr die Sperren aktivieren. Was bedeutet das im Detail? Die Mühlkreisautobahn wird sogar schon ab 2 Uhr früh bis voraussichtlich Mittag zwischen Dornacher Straße und Prinz-Eugen-Straße gesperrt sein. Wer auf der A7 aus dem Süden kommt, wird deshalb bei der Abfahrt Vöst über die Steireckerbrücke in Richtung Treffling umgeleitet werden. Autofahrer aus dem Mühlviertel müssen für die Dauer der Autobahnsperre bei der Dornacher Straße abfahren. Einige wichtige Verkehrsachsen werden den ganzen Tag über passierbar bleiben. Die Verbindung von der Rudolfstraße über die Nibelungenbrücke und dann weiter durch den Römerbergtunnel und die Westumfahrung bis zum Bindermitteltunnel zum Beispiel ist durchgängig offen. Befahrbar bleibt auch die Eblesberger Umfahrung und ein weiterer Donauübergang. Diesmal kommt uns eines zugute, dass auch die neue Eisenbahnbrücke wieder befahrbar ist. Das heißt, alle, die von Urfa nach Linz wollen, weiter wollen, können über die Eisenbahnbrücke, Industriezeile und weiter Auffahrt Prinz-Eugen-Straße wieder weiterfahren. Die Linzer Krankenhäuser seien trotz der Behinderungen erreichbar, versichert die Polizei. Die Mühlkreisautobahn wird vermutlich ab 12 Uhr mittags wieder befahrbar sein. Die Sperren in der Innenstadt sollen bis höchstens 16 Uhr gelten.